Oh, cool. Kann entweder japanische Stimmen haben, englische oder gar nichts. Ja, also gar nichts finde ich ein bisschen langweilig, deshalb mache ich glaube ich mal Englisch, weil Japanese hört sich wahrscheinlich dann ziemlich lustig an, wenn man kein Japanisch kann, so wie ich, aber ich denke, Englisch wird sich am besten eignen. Bitte wähle ein Foto aus. Okay. Aha. Also ich finde den hier und sie hier eigentlich am besten, die beiden. Bin mir nicht sicher, welchen ich von beiden nehme. Sind beide eigentlich ziemlich cool. Warum ist eigentlich die Sensitivität so lahm? Ich glaube, ich nehme ihn. Ich finde ihn ziemlich cool. Ich finde, die andere hat so einen komischen Hut. ja, dann nennen wir uns Mike Bieser. Warum nicht? Ja, sieht doch cool aus. Lentilabor für Pokémon und Naturforschung. Und damit willkommen zu New Pokémon Snap. Ein Spiel, auf das ich schon sehr lange gewartet habe. Oh, hallo Bisbarck. Drüben! Hallo! Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Lentilabor für Pokémon und Naturforschung. Mein Name ist Mirror. Aber kannst du mich auch Spiegel nennen? Ich erforsche hier auf der Florio-Insel Pokémon und ihre natürlichen Lebensräume. Das ist noch nicht alles. Der Pokémon-Professor hat auch vor, alle anderen Inseln der Lentil-Region zu erkunden. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber, hast du etwa Vince vergessen? Ups, natürlich nicht. Du hast sie auch gelesen, oder? Die Geschichten des Abenteurers Captain Vince. Nein. Aber das ist schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Ach, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Aber Professor, ich bin doch nicht zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Ach ja, wie konnte ich das vergessen? Du bist mir natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was dich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lasst uns erstmal ins Labor gehen, da können wir uns besser unterhalten. Okay, mir nach. Ich sag dir den Weg. Schwupps, sind wir hier. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Lentil-Region viele verschiedene Pokémon. Sie zu fotografieren hilft uns, mehr über ihre Lebensweise und ihre Umgebung zu erfahren. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen. Nachts kann man sogar leuchtenden Pokémon begegnen. Die sind wunderschön. Also dann, hier ist deine Forschungskamera. Da-da-da-dam. Sieht aus wie so ein Pokédex. Ich hab die gleiche. Mit ihr können wir untereinander auch. Mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ganz genau. Auch wenn du es irgendwie komisch formuliert hast. Mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Heftig, oder? Sie dienen zusätzlich als eine Art Mitgliedausweis, also pass gut auf sie auf. Wow. Hat sie auch vier Kameras? Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Der Professor hat sie selbst entwickelt. Professor, darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? In Ordnung, dann überlasse ich das meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich paar Vorbereitungen treffen. Okay, dann lass uns gleich nach draußen gehen. Die Erklärungen in der Einführung beruhen auf der Standardknopfbelegung. Mal sehen. Ah, perfektes Timing.
Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen. Ich hoffe, ich rede jetzt nicht zu viel über deren Voice Acting drüber. Ich muss noch mal ganz kurz Sound lauter machen bei mir. Okay. Ich kann mich gar nicht bewegen. Ja, gut so. Und jetzt bewege mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Ach, jetzt kann ich mich erst bewegen, okay. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Mit linkem Stick kannst du den Zeiger bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch es doch mal. Oh, cool. Komm her. Du kannst die Kamera nach oben und unten bewegen und dich um die eigene Achse drehen. Aha, hier sind schon ein paar Autos. Dank dem Gyrosensor kannst du natürlich auch die Bewegungssteuerung nutzen. Naja, ich weiß nicht. Oh, sieh mal, das ist ein Pikachu. Versuch mal ein Foto von diesem Pikachu zu machen. Richte zuerst den Zeiger auf das Pikachu. Oh, hallöchen, Pikachu. Pika, pika. Hast du die viereckige Markierung gesehen, die im Pikachu herum erschienen ist? Ja, die habe ich schon vorher gesehen. Sie zeigt an, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das solltest du dir gut merken. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung des Professors. Dann versuch mal ein Foto zu schießen. Genau so! Gut gemacht! Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht es sehr klein aus, nicht wahr? In solchen Momenten kannst du die Zoom-Funktion nutzen. Halte ZL gedrückt, um den Zoom zu nutzen. Er bleibt aktiviert, bis du die Taste loslässt. Und jetzt schießt mein Foto, auf dem Pikachu schön groß drauf ist. Toll! Hast du gesehen, wie viel größer es aussah? Der ganze Körper deines Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Das machst du toll. Ach ja, in den Optionen kannst du die Kamera- und Gyrosensorsteuerung anpassen. Diese Einstellung kannst du auch während einer Erkundung im Pause-Mini vornehmen. Professor, ich bin fertig mit der Erklärung. Okay. Na, hast du dich mit der Forschungskamera vertraut gemacht? Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Zeig mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Okay, machen wir. Wähle den Pikachu-Ordner aus. Da ist Pikachu. Nach links und rechts oder Zeiger kannst du ein Foto auswählen. Okay. Das ist cool, da guckst du so zur Seite. Nehme ich das. Wähle ein Bild von Vivillon. Ich hab ne Eins. Dann nehmen wir das. Okay, ready. Das sind so schlechte Bilder, aber naja. Ding. Dann werfen wir mal einen Blick auf das erste Foto. Pikachu. Neu. Das ist ein Pikachu. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografierst. Das erste, was ich bei einer Bewertung mache, ist dem Foto eine Anzahl an Sternen zuzuweisen. Diese Unterscheidung habe ich mir ausgedacht, um das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen zu können. Je ungewöhnlicher das Verhalten des Pokémons ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Das bedeutet, je viele Sterne da hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass du ein Internetstar wirst mit deinen heftigen Fotos, Digga. So würden es die Jugendlichen sagen. Ist ganz einfach, oder? Aber bedenke dabei, dass die Anzahl der Sterne keinen Einfluss auf die Punktzahl hat. Diese hängt von anderen Kategorien ab. Bei der Bewertung einer Kategorie nutze ich Daten, die von der Kamera vor und nach der Aufnahme aufgezeichnet wurden. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst sehe ich mir die Pose an. Hier geht es darum, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Je besser dein Timing ist, desto höher die Punktzahl. Schauen wir uns jetzt die nächste Kategorie an. Bei Größe wird, wie der Name schon sagt, die Größe des Pokémons auf dem Foto bewertet. Bei Blickrichtung kommt es darauf an, wohin das Pokémon schaut. Versuche es möglichst von vorn zu fotografieren. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Achte immer darauf, dass das Pokémon in der Mitte des Fotos ist. Du bekommst zusätzliche Punkte, wenn du auf dem Foto noch weitere Pokémon zu sehen hast. Ich weiß, das waren jetzt ganz schön viele Informationen auf einmal. Fürs Erste sollte es reichen, wenn du dir einfach nur das Folgende merkst. Bestätige den Auslöser, wenn das Pokémon schön groß und mittig zu sehen ist. Okay, wenn man das alles berücksichtigt, sieht deine Bewertung folgendermaßen aus. Ganz viele Zahlen. Toll, kaum zu glauben, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Ein Stern, ein Silberstern, nicht mal ein Goldstern.
Oder zählt das da oben bei neu? Diese 4 Sterne. Okay, wir sind verwirrt. Ja, doch, nur 1 Stern. Ach, Mist. Er war nur nett. Auf diesem Foto sieht man ein Vivillon. Dieses Pokémon haben wir noch nicht erforscht. Es fliegt gerade. Nicht schlecht. Das Foto kann sich sehen lassen. Naja, wann fliegt Vivillon bitte nicht? Denk immer daran, dass der ganze Körper des Pokémon groß auf dem Foto zu sehen sein sollte. Denk... Achso, ja. Genau. Ein Bronzestern. Ja, war ja Tutorial. Gehen wir doch besser hin. Was sagst du dazu? Mach viele Fotos und lass sie bewerten, um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen. Das ist das große Ziel. So, genug geredet. Das Abenteuer ruft. Okay. So, jetzt ist alles fertig. Und nun haben wir Seiten gewechselt. Dieses Gefährt wird dich auf deinen Erkundungen sicher transportieren, damit du in Ruhe Fotos schießen kannst und damit dich die Pokémon nicht brutal zerfetzen wie kleine Tauben oder Ratten. Darf ich präsentieren? Das ist das New One. Mit ihm kommt man im 0,nichts auch an weit entfernte Orte. Das ist ja Wahnsinn. Ich habe es dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Lentil gibt es halt nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energievorkommen. Professor, das kannst du doch später noch alles erklären. Na schön. Dann steig jetzt ins Neo One und berühre die Schaltfläche vorne mit deiner Kamera, um loszulegen. Okay. Und nun sind wir geschützt. Viel Glück beim Fotografieren. Genieß deine erste Erkundung. Und jetzt fängt das Spiel erst so richtig an. Tutorial durch. Jetzt fangen wir an. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe das Original auf dem Nintendo 64 nicht gespielt. Aber ich war immer interessiert dran. Und jetzt kann ich das hier spielen. Und ich bin hyped. Denn das Spiel sieht so wunderschön aus. So wunderschön. So, und jetzt fotografieren wir ein paar Pokémon. Da hinten ist zum Beispiel ein Dodri. Hier sind ein paar Vivillons. Oh mein Gott. Pichu! Chimpep! Okay. Dodri! Hallo! Okay, oben rechts steht, wie oft ich noch schießen kann. Hallöchen! Oh, wie heißt der? Bisofunk, genau. Ja, manchmal vergesse ich Pokémon-Namen, auch wenn ich die meisten eigentlich noch kenne. Okay, ich glaube, hier hinten ist nichts. Ich drehe mich nur unnötig um. Oh mein Gott, Bidiza! Bidiza! Und Wumpel! Yay! Hier gibt es aber echt viele Vivillons. Ja, ich muss ja jetzt nicht von jedem Pokémon 20 Bilder machen. Es reicht ja eins am Ende nur. Was war das denn? Oh, Emolga! Nein! Ich hab's verpasst! Emolga! Na gut, ich habe zumindest noch fotografieren können. Ja? Was ist das denn? Ich dachte gerade, es wäre ein Owei, aber da ist gar nichts. Ist hier sonst irgendwo? Ne, ich glaube nicht. Okay. Leider kenne ich die erste Map ein bisschen schon. Hat man nämlich ein paar Trailern und so gesehen. Oh, 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 oh. Kristallblume, was ist das denn? Aha. Das war ein bisschen langsam, die Steuerung. Ah, okay. Ich kann die Option jetzt schon rein, okay. Du kannst die Bedienung nach deinen Wünschen anpassen. Manche Einstellungen lassen sich sogar während einer Erkundung im Pausenmenü ändern. Spiele etwas in den Optionen herum, um die beste Konfiguration zu haben. Die beste! Okay, nee. Kamera. Kamerageschwindigkeit. Zeigergeschwindigkeit. Ja, ich hätte gern ein bisschen mehr. Was ist, wenn ich auf beides auf 10 mache? Okay, das ist ein bisschen schnell. Das ist ein bisschen schnell. Hätte man sich denken können. Machen wir mal beides auf 5. Ich glaube, so ist das ganz fair. Boah. Hallo. Ja, obwohl ich glaube, nur Zeiger muss ich erhöhen. Kleine Schwalbinis. Cool. Hallöchen. Swarones. Und Garbador. Und noch ein Bidiza. Ganz alleine. Dodri. Ah, da seid ihr ja beide wieder. Hat man die gesehen? Ich weiß es nicht. Was bist du denn?
Oh, noch ein Bidizer. Aha. Links vielleicht was? Nein. Plopp. Plopp. Okay. Oh, den hätte ich jetzt in der Luft fotografieren können. Mist. Oh. Hier oben. Das ist doch cool. Okay. Ich glaube, den Zeiger könnte ich noch ein bisschen schneller machen, aber das machen wir schon. Ich muss ja erstmal ins Spiel reinkommen. Ich habe noch nie so ein Spiel gespielt. Guckt euch das an hier. Aha. Was ist denn das? Ein Wampel. Okay, hier oben am Baum vielleicht was? Oh ja. Hut, Hut. Kuku. Okay, das ist ja echt richtig cool. Oh, Schwalbini. Hallöchen. Ach, schau doch in die Kamera. Oh, jetzt gucken die beide weg. Oh. Hallo, Vivilon. Ich habe bestimmt schon ganz viel verpasst, oder? Ja, aber das Ding ist, bei Pokémon Snap ist es auch immer so, man muss diese Strecken immer mehrmals machen, damit du alle Pokémon hast. Das war der Wahnsinn! Okay, Schwalbini fotografiert. Oh, guck mal hier. Oh, Kurelei. Das sind richtig viele Kureleis. Oh, ist das das Ende? Maybe. Oh mein Gott. Ein Florges. Oh. Hey, schau mich an. Ich kann leider keine Äpfel schmeißen, so wie im Original. Ich weiß nicht, ob das später noch möglich ist. Guckst du mich noch an? Hallo? Ich möchte gerne ein Bild von dir. Hier ist das Ende. Please. Ja. Ja. Hi. Oh mein Gott, das winkt mir sogar zu. Oha, wie cool. Ich habe noch 20. Ich kann noch 20 Bilder schießen. Naja, okay. Das ist das Ende der Strecke. Ja, okay, gut. Habe ich schon gemerkt. Okay. Ja, oh, das war echt schön. Grafik ist schön. Die Strecke war schön. Alles schön. It make me happy. Willkommen zurück. Hattest du Spaß bei der Erkundung des Florio Naturparks? Aber ja. Dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll. Genau wie du es jetzt beim letzten Mal gemacht hast. Und denk dran, nur ein Foto pro Pokémon. Alright. Oh, ziemlich viele Pokémon. Fangen wir an mit Vivilon. Oh, ich habe Vivilon wirklich nicht oft... Oh Gott. Oh Gott. Okay, das tut mir gerade ein bisschen leid, dass ich Vivilon so ignoriert habe. Ich dachte, ich hätte schon 20 Bilder von ihm. Nehmen wir mal das, da ist er zumindest groß drauf. Okay, Dodri. Das ist cool. Das ist auch ziemlich cool. Das nicht? Ja, das ist eigentlich... Wir haben hier noch eins. Wir haben ein paar Bidizas. Mhm. Wir sind zwar nicht ganz mittig drauf, aber ich denke, das wird trotzdem noch gut sein. Mhm. Eins davon zählt nicht. Das können wir nicht auswählen. Okay. Nehmen wir doch das hier. Da sind sie doch so glücklich, die beiden. Das ist zwar ein bisschen low quality, aber bestimmt nur, weil das so klein hier ist. Oh, das ist süß. Das auch. Ich nehme mal das. Da sind die Ohren so ganz spitz nach oben. Bisofang habe ich einmal fotografiert. Ich glaube, ich muss öfter mal ein paar Pokémon fotografieren. Das ist jetzt... Achso, das ist jetzt nur Wampel. Ich dachte, es wäre Bidiza. Ja, das ist doch perfekt hier. Passt doch. Bidiza kommt jetzt nämlich. Das ist ziemlich cool. Steht er so ganz alleine in der Ecke. So, Florges. Hat irgendwo gewinkt. Genau hier. Oh, das ist doch ein schönes Bild. Emolga. Ja. Leider nur von hinten. Ich hab's nicht... rechtzeitig. Wow, als ob alle Schwalbini-Bilder von mir die Augen... Wow, wie viel Pech kann man bitte haben? Uff. Dann nehmen wir das. Es schläft gerade auf dem Schild. Ist doch cool. Aha. Das hier ist cool. So, das? Nehmen wir das, das sind die besser zu sehen. Ja, Carpador einmal ganz kurz. Ja, gut, ich muss öfter Pokémon fotografieren, glaube ich. Hut, Hut. Und das Kurelei. Nehmen wir die, hier sind mal mehrere. Ohne Motiv. Hab ich einfach random ein Foto geschossen und hier. Diese Blume. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Blume ist. Diesmal war. Ist auch schon in den Trailern aufgefallen. So seltsam. Ja gut. Auswahl aufheben.
Ich glaube, wir sind fertig. So, bewertet uns mal. Okay, werfen wir mal einen Blick auf die Fotos. Da sind Vivillon. Geil, es fliegt. Wie immer. Ja, es war kein so gutes Foto. Ich finde das Bild besser. Dodri. A new discovery. Es macht einen ruhigen und entspannten Eindruck auf mich. Nicht schlecht, das Foto kann sich sehen lassen. Versuch mal eine Nahaufnahme vom Gesicht des Pokémon zu machen. Das sieht bestimmt toll aus. Okay, ich habe zumindest einen Goldstern. Kann bis zu 4 Sterne haben? A new discovery. Nice work. Die Positionierung der Pokémon ist sehr gut. Das Motiv ist schön zentriert, wodurch das Foto ausgeglichen wirkt. Yay. Ist doch schön. Okay, jetzt kommt Pichu. Oh, 2 Sterne. Cool. Unser erstes 2-Sterne-Bild. So, jetzt das Wiesefang. Wahrscheinlich nur 1 Stern. Ja, so Bronze. Ja, klar. Komm, Waumpild ist doch perfekt. Das muss doch 2 Sterne haben. Es scheint irgendwo hin zu wollen. Gut gemacht, weiter so. Keine 2 Sterne? Oh, der will, dass ich näher ranzoome. Wow. Ja, es gibt dann auch nur 1 Stern, das Bild von Petiza. Fand's eigentlich ziemlich cool. Ja, schade. Komm, Florges, das muss doch mindestens drei Sterne haben. Komm schon. Ja, echt. Ey, das perfekte Bild. Wenn noch weitere Pokémon auf dem Bild zu sehen sind, gibt uns das Aufschluss über das Ökosystem an diesem Ort. Hä, man sieht doch im Hintergrund Kurelei. Oh, was will er denn? Okay, 3 Sterne. Mein erstes 3-Sterne-Bild ist mir auch bisher das beste Bild, was ich geschossen habe. Ja, meine Morga. Ja, das ist wahrscheinlich richtig schlecht. Bronze. Ja, von hinten halt. Ja, kann ich nichts machen. Ey, komm. Wehe, der sagt mir jetzt. Vielleicht, besser keine so langweilige Pose. Ja, Positionierung. Ach, come on. Komm, das ist aber cool. Da sind viele Pokémon zu sehen. Man sieht das Pokémon gut. Komm, das ist doch ein cooles Bild. Das sieht gerade nicht schlecht. Sehr gute Pokémon, ja. Carpador, ja, das wird ein schlechtes Bild. Das habe ich mal so eben geschossen, das Bild. Ja, ist echt schlecht. Ja, komm, das ist aber lustig. Hier mit Hutut. Ich meine, ich wusste ja nicht, was ich machen sollte, damit das Hutut da aufwacht. An Kureleis konnte ich ja nicht näher rangehen. Ja, okay. Es gab ein paar gute, es gab ein paar richtig schlechte. Es gab ein paar, die nicht sehr gut bewertet wurden. Schade. Na, wie ist es gelaufen? Lass mich dir zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich hat. Vor allem ist es ein RPG. Er zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundungen auf jeder Strecke an. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Echt? Du kannst deinen Forschungslevel erhöhen, indem du all die verschiedenen Situationen fotografisch festhältst. Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 Stern bis 4 Sterne machst. Oder einfacher ausgedrückt, fülle deinen Fotodex. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir merken musst. Genieße deine Zeit mit den Pokémon und schieße dabei jede Menge Fotos. Levelaufstieg. Deine Erkundung dieser Strecke schreitet voran. Bestimmt gewöhnen sich die Pokémon langsam an dich. Du hast einen Forschungstitel erhalten. Fotografie-Schnupperkurs. Okay. Schau in die Kamera. Genau in der Mitte. Gruppenfoto. Okay. Okay, im Album speichern. Nach jeder Erkundung kannst du Fotos in deinem Album speichern, welches du im Labor unter deiner Ecke findest. Mit Foto Plus kannst du an den Fotos Änderungen vornehmen und sie nochmal neu aufnehmen. Probiere es mal. Okay. Gib mir mal mein bestes Bild. Speichern. Foto Plus. Was kann man denn mit Foto Plus machen? Helligkeit? Oh. Oh lol. Okay, das ist krass. Ich kann mich hier einfach nochmal umschauen.
Okay, das finde ich echt krass. Ja? Man kann die Helligkeit verändern. Ja, lassen wir es mal auf normal, das war schon gut. Unschärfe? Ah, dann wird der Background ausgeblendet. Ja, kann man machen. Fokusbereich. Ah, sehe ich jetzt keine Änderung, um ehrlich zu sein. Muss mal gucken, ändert sich da irgendwas? Nicht wirklich. Oh doch! Wenn ich es gar nicht mache, sieht man sie gar nicht. Ja, lassen wir es mal auf die Hälfte. Fokusdistanz? Ah, dann wird das so verblurrt. Das ist doch gut. Aha. Okay. Sonst kann ich es nicht mehr verändern? Kann ich noch irgendwas dazu hinzufügen? Ups, ich wollte es nicht drehen. Das ist doch eigentlich ganz schön. Fototitel. Ja, da fällt mir jetzt auch nichts ein. Ich will nur ein bisschen rumexperimentieren, um ehrlich zu sein. Kann ich wirklich nur Silhouetten auswählen? Ist ja voll langweilig. Fotoschießen. Ja, speichern. Ja, schon ganz cool. Denke ich mal. Boah. Okay. Zum Basiscamp. Schön am Laggen. Neo One. Also bisher bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel. Es kostet, glaube ich, 60 Euro. Ich denke, es kostet Vollpreis. Ist vielleicht nicht für jeden was, aber zum einen, ich mag Pokémon, zum anderen, Pokémon in richtig schöner Grafik zuzuschauen, wie sie ganz normal ihr Leben leben, ist halt einfach geil. Und das kann ich dann fotografieren und dann einfach speichern, keine Ahnung. Ich finde es einfach richtig cool. Es gab ja auch damals in Pokémon Snap auf dem Nintendo 64, konnte man ja auch, was übrigens 21 Jahre alt ist ungefähr, da konnte man, glaube ich, auch die Fotos, die man gemacht hat, auch ausdrucken lassen an manchen Orten. Also ist natürlich jetzt schon ewig nicht mehr möglich, aber es wäre cool, wenn man das hier, ja gut, hier kann man es auf Twitter oder sowas veröffentlichen, ja gut. Aber das wollte ich nur erwähnen, weil ich das von damals ziemlich cool fand. Damit solltest du erstmal alles Nötige wissen. Professor, können wir heute auch zu einer nächtlichen Erkundung aufbrechen? Noch nicht. Lass Mike Bieser sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen, um einen Blick in deinen Fotodex zu werfen. Alles weiter erkläre ich dir, wenn du dort mal vorbeischaust. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Fotografieren. So, bevor wir jetzt die Folge hier beenden, lass uns noch schauen, ob ich noch irgendwas zeigen kann. Wir haben nämlich einmal, wir können hier einmal erkunden gehen. Wahrscheinlich. Na? Ich dachte, ich komme mit so einem Menü. Wollen wir mal reden. Na, gehst du wieder fotografieren? Bevor du aufbrichst, möchte ich dir noch eine weitere Funktion der Forschungskamera erklären. Die Scan-Funktion. Damit kannst du deine Umgebung untersuchen. So erhältst du Informationen zu Pokémon und ungewöhnlichen Dingen in deiner Nähe. Ich habe zwar schon einmal gefragt, aber was ist mit ungewöhnlichen Dingen gemeint? Nun, einfach gesagt handelte es sich dabei um Dinge, die nach Ansicht des Systems interessant sein könnten. Das erklärt irgendwie gar nichts. Man muss es einfach mal ausprobieren. Rita, könntest du Mike Bieser wieder die einzelnen Schritte erklären? Wird erledigt. Dann zück mal deine Kamera. Mann, das wollte ich eigentlich erst nächste Folge machen. Okay. Dann lernen wir es jetzt noch. Die Scan-Funktion zu benutzen ist ein Kinderspiel. Drück einfach mal X. Versuch's mal. Jum. Hast du gesehen, dass der Name des Pokémon angezeigt wurde? Und hast du das Fragezeichen-Symbol bemerkt? Das bedeutet, dass du dir etwas näher ansehen kannst. Beweg dazu das Ding mal drauf. Okay. Aha. Drück mal X. Okay. Jum. Genau so, jetzt siehst du das Ergebnis der Analyse. Da fällt mir ein, den Namen Neo One soll sich ein Freund des Professors ausgedacht haben. Das war einfach, oder? Taucht unter dem Bildschirm dieses Symbol auf, gibt es in der Nähe etwas zu untersuchen. Ah, okay. Gut zu wissen. Wenn du siehst, und sieht die Scan-Funktion.
Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Eine coole Sache solltest du doch über die Scan-Funktion wissen. Manche Pokémon reagieren auf das Geräusch und das elektrische Signal beim Scannen. Wenn sie neugierig zu dir schauen, ist das die Gelegenheit für ein Foto. Der Professor sagt, das war so gar nicht beabsichtigt. Toller Nebeneffekt, was? Also gut, das sollte es fürs Erste gewesen sein. Cool. So, kann ich jetzt wieder ins Menü? Please, 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 please. Ich glaube, ich habe das perfekt erklärt, Professor. Danke, Rita. Durch die Scan-Funktion kannst du alles Mögliche in Erfahrung bringen. Also setz sie oft ein. Okay. Gut. Es gibt noch das Labor und halt wieder die Option. Und in der nächsten Folge werden wir uns hier ein bisschen mehr austoben. Ja, die erste Folge, wie man es halt bei jedem Let's Play kennt, ist nur mehr oder weniger Tutorial. Aber wir haben ja die erste Strecke schon mal angeschaut. Zumindest langweilig angeschaut nur. Nächste Folge werden wir da bestimmt noch viel mehr entdecken. Vielleicht sogar neue Pokémon. Und ja, freut euch auf die nächste Folge. Die kommt sehr, sehr früh. Sehr bald. Bye, bye.